Schreibner. Den Teil schreibt es schon wieder weg beim Arbeiten. Die Bürger, die kommen heute Nachmittag wieder, um die abzuholen. Also die relativ beschäftigt, die haben alles. Wir haben am Tag 50 bis 70, zum Teil 90 Praktiken außerhalb. Und wir können über 250 stationär aufnehmen. Jetzt sehen wir hier alle verschiedenen Falten, also groß, klein, schwarz, weiß, alles ist hier. Dieser hier, der schicke hier, das ist der Wanderfalken, das ist der, der so schnell fliegt. Und Sie sehen, der ist gar nicht so groß eigentlich, wenn man sich den anguckt. Das ist tatsächlich der kleine Falken, den wir verwenden. Jetzt dieser Falken hier, der hier, ja, der ist schön. Der ist auch schön. Das ist nämlich unser nationales Wappentier. Das ist der Sagerfalken. Das ist der, der draußen in der Box war. Das ist auch der, der auf dem Pass ist. Und das ist der, der die ganze Welt sagen kann. Das ist also wirklich ein Supervogel. Jetzt haben wir diesen hier oder diesen hier. Das sind jetzt Kreuzungen zwischen zwei Arten. Und der ist also relativ hell. Da ist also mehr Gärfalken drin. Gärfalken sind die großen Weißen. Das hier sind Gärfalkenmännchen. Das sind die, die ursprünglich aus diesen kalten arktischen Gebieten, wie Sibirien, Island, Grönland kommen, also wo es sich ganz wirklich kalt ist und Schnee hat, und die können sich quasi im Schnee verstecken, darum sind die eigentlich weiß. Die werden jetzt auch gezüchtet, das heißt, dass die natürlich dann entweder als reinrassige Züchtung gemacht werden oder als Kreuzung. Und das, was jetzt hier so sitzt, so ist es hier, ist alles. Diese hier und diese, das sind jetzt Kreuzungen zwischen den Arten. Und jetzt sehen wir diesen hier und diesen hier. Wer ist das Männchen, wer ist das Weibchen? Große, das ist so ein Männchen. Männchen und das schöne Weibchen. Machen Sie das schon, das ist eine Sau. Und übrigens, das ist ein großes Männchen, gell? Nicht, dass Sie denken, der wäre klein und mickriger. Der ist also wirklich groß. Das ist ein großes Männchen, der ist ein stattliches Männchen für ein Männchen. Muss man echt sagen. Und Sie sitzen im Schlappersicht da. Na, also wenn Sie im Scheibchen sitzen, sieht die so aus. Okay, da sieht man wirklich einen Unterschied, was die Größe angeht. Sie sehen jetzt auch, dass Sie die Raupen aufhaben. Das ist das, was wir vorher gesagt haben. Wir sind ein Platz, wo sehr viele Tiere von verschiedenen Besitzern hinkommen, die sich untereinander nicht kennen. Das heißt, wir müssen die Haube aufmachen. Sonst ist das so, wenn wir die Haube runter haben, ziehen die hier und die Arbeit kriegen den Vorweis selbst. Das ist mit der Crazy, was Planet hier ist. Und die steckt dann keine Nase und sie kann dann umbringen. Also das geht gerade schon so schnell, wenn es gar nicht gut. Und so haben wir hier die Hauben auf. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme für die Falken. Aber wie wir gesagt haben, wenn die zu Hause sind, kommen sie nicht. Das ist ein Weibchen. Die sind wirklich groß. Also, ich wollte gerade sagen, die kleinsten sind die Wanderfalken. Das ist ein Weibchen, aber Sie sehen, die ist ganz groß. Die Sagerfalken.